Mich darfst du nicht zum Autokauf schicken, alleine. Alleine ist ganz gefährlich. So Leute, ich bin richtig stinkig gerade. Ich bin richtig geladen. Erstmal 1,5 Stunden beim LBV verbracht, weil die es irgendwie nicht gebacken haben. Mich richtig aufdrum. Ja, wilder hier, ein wilder. So, und was ist jetzt hier passiert? Komm mich hier raus, guck dir die Scheiße an. Ja, komm her, erklär den Fall. Was ist hier passiert? Ist da rausgefahren. Da? Ja. Und dann hier rein und dann abgehauen. Ja. Okay, aber ich sehe jetzt irgendwie nichts so doll, ne? Zum Glück ist hier eine Folie drauf, ey. Sonst hättest du wahrscheinlich jetzt überall Kratzer, die sowieso jetzt runterkommen. Und dann schön Fahrerflucht begangen, oder was? Und wer ist dieser Hassan, den du mir geschickt hast? Der Zeuge, der Telefon. Achso, das sind Zeugen. Zeugen haben wir auch noch. Alter, das gibt richtig Kohle, Leute. Ja, heftig. Fahrerflucht am Freitagmittag. Sieht jetzt nicht so schlimm aus, ey. Als du mir geschrieben hast, hier ist einer reingefahren, dachtest du auch, nee, ich habe doch so viel Ärger. Ich will das auch alles gar nicht. Achso, wollen wir jetzt mein neues Auto vorstellen? Können wir eigentlich machen, ne? Komm, Eiko, wo bist du? Mein alter Kompagnon. Ja, da ist er ja schon. Was habe ich dir heute Schönes mitgebracht? Ich wollte dir mal zeigen, wie viel Mercedes, ne? Kriegt man eigentlich so für 2000 Euro? Ich bin mega gespannt. Aber der Kleine hat ja auch einen kleinen Fehler, ne? Der hat einen kleinen Fehler, ja. Der läuft nicht ganz rund. Ah! Ja, hast du sowas schon mal gesehen? Echt, nee, ne? Ganz seltenes Exemplar. Also im Straßenbild ganz selten, ne? Ganz selten, ja. Also 203, echt selten. Ich dachte eigentlich, dass er schwarz ist, aber der ist dunkelblau. Nee, der ist nicht schwarz, genau. Der ist königsblau. Aber quasi wie deine Jacke so ein bisschen. Was einem zuerst auffällt, ne? Alten Benzer, Rost, gar nicht so, ne? Klar, da wurde schon ein bisschen gesprüht und so. Ja. Aber sonst gepflegter Eindruck. Also wir haben hier ne, nochmal von Anfang an, ne? Um das systematisch abzuarbeiten, das ist ein S203. Kombi. Kombi, richtig. T-Modell sagt man auch, ne? Sagt man das? Ja. Oh. Also 203 Kombi, T-Modell mit heftigen AMG-Rädern. Spezieller Motor drin, den sieht man auch nicht jeden Tag. 651, 200 CD. Ist das 651? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall Mopf. Ne? Gut. Ist ein Mopf. Wenn geht, immer Mopf kaufen. Ne? Bei dem auf jeden Fall, beim 203, ist das dann mit dem Rost schon ein bisschen besser. Ich wollte eigentlich eine E-Klasse holen. 211er. Habe ich mich auch gewundert. Weil Bubeck sagt immer so, das ist immer ein Spaß von ihm. C-Klasse kaufe ich nicht, passe ich nicht rein. Ja, ist auch schwierig, ne? Ganz eng. Geht das mit dem Einsteigen? Geht gerade eben so, ne? Muss den Sitz schon, sieht man hier ganz gut, ne? Meine Lüde hat ja schon Probleme. Aber gepflegt, ne? Mhm. Hast du den Einstieg mal gefilmt? Ja. Ich bin so ein Einstiegsfetischist, kann man schon fast sagen. Ich liebe das, wenn der Einstieg, egal welche Laufleistung, einfach gut ist. Das war mein erster Blick. Guckt euch das mal an. Da ist nichts. Also entweder ist die Ausstattung schon mal komplett neu gekommen oder es war ein Leichtgewicht. Eine Schlange war drin. Und gelaufen hat er. Und vor allem, ist das nicht Kunstfeder? Ich seh's hier. Ich glaub's ja nicht. 342.000. 342.000. Echte 342.000. Ich glaube nicht, dass er 442.000 hat. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber da muss ich dir recht geben, die Innenausstattung ist wirklich sehr gepflegt. Hier, ne, die Armauflage, da sieht man so ein bisschen, ja, Wasser okay. Runter hat dann. Zwei Scheine hast du bezahlt? Bisschen mehr, aber ja. Regensensor, Lichtsensor hat er. Xenon, ne? Die Leichtmetallräder, die stehen im... Xenon, ja. Das ist Xenon, richtig. Sie war hier auch an der Wischanlage, ne? Genau, auch schon die Klarglasscheinwerfer hier drin vom Mopf. Die sehen auch erstaunlich gut, die sind doch schon mal neu gekommen. Weiß ich nicht, kann sein. Ich hatte ja mal einen Bumser gehabt vorne. Also hier ist auf jeden Fall schon mal was, ne? Hier glaube ich, war das hier, ja. Hier sieht man das ganz gut mit einer Dose ein bisschen rüber, ne? Der hat überall was. Finde ich nicht schlimm. Für den Preis, weißt du, und für die Laufleistung. Und ich wollte unbedingt ein Kombi haben, weil ich jetzt ein bisschen älter bin auch natürlich, deswegen. Mir musst du das nicht erzählen. Ich weiß ja, du bist ja Kombi-Verfechter schon mittlerweile. Und weil man einfach mal ohne viel nachdenken, kann man einfach mal ein paar Pakete reinschmeißen, Werkzeug, ein Ersatzteil. Ja. Im S8 muss das immer alles auf die Rücksitze packen und im Kofferraum und das irgendwie finde ich das dann auch nicht so geil. Ja, aber wer auch so eine große Limousine in Hamburg fährt, der auch mal was transportieren will, der ist auch, dem ist nicht zu helfen. Das stimmt wirklich. Das Auto ist auf Hamburg absolut sinnbefreit und natürlich den sparsamen Motor. Ja, ist doch geil, hier kann man drin schlafen. Ja, oder mit Schatz mal so ein romantisches Date auch. Aber geht das mit der Leine? Mit der Länge? Habe ich noch nicht ausprobiert. Angewinkelt, ne? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Embryo-Stellung, Haltung. Und hier, ne? Ja. Ja, da sind wir jetzt Kombi-Brüder, ne? Und AHK, Agrarhaken hast du auch. Hier ist auch ein bisschen, ne? Ne, hat auch schon mal einer geduscht, ne? Ich finde das gut, dass das grün ist hier. Da war eine Firma drauf. Da wollte natürlich keine Werbung verfahren, ne? Ja. Der Vorgänger. Da kauft man keinen neuen Kennzeichenhalter, sondern man pinselt den alten über, klar. Ja. TÜV hat er auch noch, ne? 4,25. Nicht schlecht. Das ist schon okay. Schöner Kauf. Ja. Aber kommen wir mal zum Fehler. Kommen wir mal zu der Problematik hier bei dem Fahrzeug. Kein Autokauf ohne leuchtende MKL, das ist ganz wichtig. 3 Schlüssel auch dabei, ne? 3? Hat er mal einen nachmachen lassen? Bestimmt, ja. Dann können wir das Fehlerbild jetzt mal produzieren. Ich starte jetzt, ne? Hm.
Ja, da muss man, also was ich jetzt rausgefunden habe, ist, wenn der Wagen kalt ist, springt er sofort an. Wenn er warm ist, und das reichen 500 Meter für warm sein, dann muss man richtig orgeln. Der springt irgendwann an, aber nur mit Orgelkraft. Also du musst richtig lange orgeln. Ja, probier noch mal zweimal. Ne? Und dann läuft er so? Heftig, ne? Und dann läuft er einfach so, als wäre nichts gewesen gerade. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es der Anlasser ist, weil da würde der immer nicht angehen. Aber der Anlasser hört sich auch komisch an. Manchmal, wenn er dreht, macht er richtig so. Beim Diesel kann das ja vieles sein, ne? Ja, ich habe mal die Foren durchgelesen. OBD-Klappe ist ja schon auf hier, ne? Was ist da los? Oh, schon mal da dran. Also ich habe die Foren mal durchgeblättert, ne? Die MB-Foren. Und da wird viel berichtet über entweder Anlasser, Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor. So in diese Richtung geht das ja immer, ne? Das Elektronisches, ne? Ja. Aber das klingt so ein bisschen, als ob er auf einem Zylinder mal will. Deswegen wackelt das ganze Auto auch so. Also wenn ein Motor mit Kompression einfach nur durchdreht, dann ist es ein monotones Durchdrehen einfach, auch ein Geräusch. Du merkst kein Gewackel im Auto. Ja. Aber er macht ja beim Starten, wackelt das ganze Auto. Als ob er auf einem Zylinder kommt oder nur auf einem Zylinder irgendwas passiert. Ne? Er versucht ja auch immer dann so zu zünden und dann geht das aber trotzdem noch nicht. Ne? Ah, da ist ja mein Verbrauchswunder. Siehst du hier die Abgase oder so? Ja, nicht, dass ein Injektor nicht abdichtet, weißt du? Wäre halt unrealistisch. Warum sollte er jetzt so gut laufen? Dann werden die auch komplett verschnockt, weißt du, richtig schwarz. Wenn er läuft, dann läuft er wirklich sehr gut. Was ist, wenn man jetzt ausmacht, gleich wieder an? Nee. Nein? Geht nicht, nee. Dann wird es irgendwas Sensorisches sein. Also irgendein Sensor, ne? Ich denke auch. Wenn es was Mechanisches wäre, Pumpe, Düsen oder so, dann würde es halt nicht gleich wieder so passieren. Ja, der weiß nicht, wo er steht oder irgendwie sowas. Der weiß nicht, was er machen soll. Der weiß nicht, wo er ist. Ich will mal gucken, wie sehr der Öldeckel springt beim Motorlauf. Wie viel Blow-By der hat, weißt du, an den Kolbenring vorbei. Mhm. Ja, starte ich einfach mal. Jetzt ist er fest. Das ist der Anlasser, ne? Guckst du jetzt so. Weil es nicht gut ist. Okay, na gut. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ganz gerne wieder mal ein Like da, ne? Was heißt das? Das ist ja kein Motorschaden, das willst du mir jetzt nicht sagen. Motorschaden nicht, aber der Anlasser dreht ins Freie, ne? Weil der wahrscheinlich so schon relativ lange gestartet wurde, auch vom Vorbesitzer. Achso, du meinst, man kriegt den jetzt nicht mehr an? Wir können es versuchen, aber... Dann lass uns das lieber probieren, wenn wir es wirklich brauchen. Oder wir starten ihn jetzt. Auslesen kann man ja auch mit Motor an sonst. Mein Laptop hat eh keinen Akku. Das ist Schrott, du brauchst sowieso Strom. Das Ding muss also sowieso da rein, das wollte ich sagen. Ach Mensch, Leute. Mich darfst du nicht zum Autokauf schicken, alleine. Alleine ist ganz gefährlich. Oh, das hört sich so ekelhaft an, ne? Scheiße. Ach, Schlange, das wird heute nichts mit deinem Clip da. Ich krieg den Aal nicht mehr vom Hof. Also dieses Geräusch habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, okay. Aber nicht so doll, das ist so... Scheiße. Und ich hasse Autos, die sind so dumm. Du hast den immer so gestartet, einfach so starten, ne? Ja, aber der hat nicht immer dieses, dass er so direkt durchflutscht. Das hat er nicht gemacht. Der hat einfach die ganze Zeit georgelt. Ich bin vorhin nur von mir vom Laden. Ich hab's ja gesehen, wir waren ja eben bei Dings, bei KFC. Und da hast du auch dreimal georgelt, glaube ich, und dann sprang er an. Und das war bei der Post vorhin genauso. Ich bin nur von mir bis zur Post dreimal georgelt. Wahrscheinlich, wenn er jetzt richtig kalt ist, halbe Stunde warten oder keine Ahnung, dann springt er halt an, ne? Jetzt? Ja, jetzt mit dem Anlasser? Jetzt auch nicht mehr. Okay, Hand drauf, ne? Ach was jetzt? Jetzt hier Late-Night-Schrauber-Session oder was? Digga. Ja, aber nur, wenn wir heute Abend noch einen Apfelsaft trinken. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, ne? Das wird sowieso nix. Jetzt sitzen wir hier, ne, mit dem Rechner. Fehlercodes. Abgasrennen. Die Luftmasse ist zu groß. Okay, deswegen ist sie auch an. AGR, ne? Ja, das heißt, das klemmt. Also, ich weiß gar nicht, können wir hier auf Information gehen? 42.000. Ah, einmal passiert. Das sind immer nur die letzten Dinger, weißt du? 42.000. Oha, nee, das ist nicht lange her. Das war heute. Das war heute, ja. Okay, also AGR-Problem hast du auch. Kann das sein, dass er deswegen nur 140 auf der Bahn rollt? Auf jeden Fall. Aber das ist hier viel spannender, ne? Positionsgeber Kurbelwelle, ja. Also der Kurbelwellensensor. 13 mal aufgetreten. Erster Wert war bei 42 und dann da. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann wurde der aber mal gelöscht. Oder er hat sich selber zurückgesetzt. Oder hast du irgendwas gelöscht? Ha? Ich hab hier gar nichts gemacht. Ich hab gar nicht. Raus mit der Sprache. Ich hab nicht mal so eine Software. Was ist da mit dem Kali schon drin? Ne?
Ja, komm. Aber wir sehen, wann es aufgetreten ist. 180, 260. Das ist die Motordrehzahl. Das heißt, das ist Startbereich, ne? Ja. Starterdrehzahl ungefähr. Ja. Das würde ja hinkommen. Das würde ja zu unserem Problem hier passen. Hoffen wir mal, dass es am Sensor liegt, ne? Ja. Hast du zufällig schon mal einen bestellt irgendwie? Nee. Schade. Wir hätten jetzt noch 20 Minuten Zeit. Mercedes oder was? Mhm. Ja, dann los. Da sind wir wieder. Ach, wie schön. Ich habe sogar jetzt gerade hinbekommen, das Auto hier reinzufahren. Nachdem ich ihn ein paar Mal probiert auf N zu machen. Zündung 2 in N schieben. Der wollte nicht in N. Ich weiß nicht warum. Bremse gedrückt? Keine Ahnung. Aber dann habe ich nochmal georgelt und dann ist irgendwie ein Riemen gekommen. Der Riemen ist gesprungen und wir waren auch noch bei Daimler Benz und die hatten das Scheißding sogar tatsächlich auf Lager. Das ist sehr schön. Das ist er. So klein und fein. War auch gar nicht mal so günstig. Ich muss sagen, für eine C-Klasse finde ich ihn schon ganz schön saftig. 180 Kracher und bei so elektrischen Bauteilen habe ich mir sagen lassen, lieber auf Original zurückgreifen, weil oft baut man da irgendwas ein und dann funktioniert es trotzdem nicht. Und denkt man, hey, ist doch was anderes, aber dann ist meistens das Bauteil irgendwie nicht ganz frisch. Hier, kick dir das an mit Sternen drauf. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Der liegt nämlich, ich nehme mal die Pappe hier ab, der liegt nämlich da ganz hinten zwischen Motor und Spritzwand. Zack. Und da ist gar nicht mal so viel Platz. Ich weiß nicht, wie man da rankommen kann. Soll, weiß ich nicht. Oh, Schrauberklamotten an. So, wo ist denn das Endoskop? Ich will ihn mal sehen. So, alleine hier von oben irgendwie rein. Ne? Ja, das Ding ist schon geil. Ja, das ist ja wie bei Peer hier. Peer, ne? John Peer. Ja, das ist er. Die Schraube da? Nein. Nein. Die da unten, ja, ne? Ja, genau. Ja, ich sehe ihn, ja. Oh ja, jetzt hast du ihn gut drauf. Ja, jetzt müssen wir raten, was das für ein E ist, ne? Nee, das ist ja... 10. Das, oh. Ach, Bube, komm. 8, 9, 10 ist das. Hör mal auf mit den Späßen hier, ne? Jetzt wird geschraubt. Das ist eine blöde Position, ne? Also ich sehe ihn, das ist schön. Stochern, ne? Stocher-Performance. Ey, jetzt wollte ich gerade mal 2 Bier holen, ne? Und dann? Ich glaube, ich hab's die Lose. Oh, hast du das gehört, das Geräusch? Hey. Hey, mein Süßer. Nur jetzt einen Stecker abkriegen ist gar nicht so einfach, ne? Ja, ja, aber jetzt haben wir ein bisschen Platz, den auch rauszuholen. Und vielleicht kommt man jetzt ja irgendwie hin, ne? Aber geh du erstmal was einkaufen. Ich mal kurz shoppen, ne? Ich habe auch einen Leihwagen. Ein Video. Hab ich deinen Schlüssel jetzt auch verlegt? Mann, ich hasse diese Kackschlüssel. Immer wenn ich was safe haben will, mach ich das immer hier hinten. Ah ja, das die, ist, ne? Besonders safe. Ja. Ist aus Plastik. So, vom Bier holen wieder da, ne? Was machst du denn hier? Niklas, unser Lieblingslohner auch am Start. Geil. Wer hat das Ding nämlich da reingeprügelt? Mal hier so. Hier ist gut. Dran zieht an dem, ja, Ding. Aber mal ziehen hier am Apparat. So, oh, jetzt hab ich ihn aber hier. Oh, mach mal Endoskop. Ja, komm, ich hol. Warte mal, ich muss hier noch mal ein Stück vielleicht tatsächlich noch mal raus. Alter, das ist hier wirklich Egon Kowalski live, Alter. Ich wollte es doch gerade sagen. Wie ein Egon Kowalski Streifen, ey. Vor der Luke. Boah, ich würde auch so gerne mal rein. Willst du auch mal rein? Ich habe Angst, dass mein Tattoo abgeht. Ja. Das bleibt dann nachher hängen. Das ist nur aufgemalt. Beim, ne? Sensor. War nicht ersichtlich beim Kauf. Nee, nee, war nicht ersichtlich. Die MKL habe ich nicht gesehen. Hat er nicht gesagt, Nockenwellensensor oder so? Ja. Sagt Fehler? Nee, Fehler nicht. Ja, ich habe ihn eben ausgelesen. Der Verkäufer hat das gesagt. Genau, Verkäufer hat das gesagt. Ja. Du hast gesagt, beim Auslesen hat er gar nichts gesagt. Nein, nicht auslesen. Der Verkäufer hat gesagt Nockenwellensensor. Weil das klingt natürlich auch immer schön. Oder nicht? Ja. Hat er doch gesagt? Nein, der hat zu mir gesagt, MKL, Nockenwellensensor, gar kein Ding. Hier oben, ja, genau, eben, gar zack, kein zack. Ding. Ja. Da oben, gar kein Ding. Komm, jetzt zeig mal hier, was machst du da? Mal festsetzen hier. Ja, nicht. Zieh mal fester. Festsetzen, jetzt kann er nämlich gleich. Du kriegst das jetzt hin. Ja? Lass den Arm kurz abschwellen. Kurz mal gut rauslaufen lassen. Toi, toi, toi. Wie Drecksau auf wen. Zieh überhaupt Zucht drauf? Zieh Zucht drauf? Ist sowas von Zucht drauf? Ist da Zucht drauf? Wo ist Kamera Joe Dingsbums hier in das Endoskop? Ah. Mach mal. Ja, Mama. Komm, Bubble, mach mal. Ah, genau. Muss trotzdem noch, ne? Ja, ein bisschen. Du siehst ja, wo die Aussparung ist, weißt du? Weil der schon so tief drin ist, ne? Ja, ich hab ihn ja aber auch schon mal wieder raus, also. Oberg, wirklich unpassend. Alter, dieser eine Schlauch. Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf so ein Klickgeräusch. Ja, ich auch. Nein, Mann. Da ist kein Klick. Ja, nee, da ist ja schon ein Klick. Das wäre so dieses Erfolgsgeräusch. Ja, so ein. Wobei, ich würde sagen, der hält auch so ganz gut. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es auch einfach mal ausprobieren. Einfach mal testen. Ja, warte, dann stecke ich ihn aber ganz die Arme brechen alle. Alter, ich glaube, es reicht. Ja, ich glaube auch. Komm, so. Fest ist fest. Können wir mal starten, das Aggregat? Ja, wir gucken mal, ne? Oh, nee, ne? Ein Erfolgserlebnis hätte das Video abgerundet, sag ich euch. Versuch's nochmal trotzdem. Der ist nicht warm. Beim letzten Mal ist er auch gestartet. Ja? 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 Ja, läuft! La-
Lass ihn an jetzt! Aber er hat das Problem nicht behoben. Nee, ich weiß, aber er läuft, Alter. Aber MKL leuchtet noch. Ja. Vollbringe, keine Kompression. Und du, wenn du ordentlich, kommt halt ein Zylinder immer. Ich hab Angst, ihn auszumachen. Nee, lass ihn an. Du hast ja den anderen Sensor eh nicht jetzt da, oder nicht? Ja, willst du mal einen Break machen? Oder was soll man sagen? Nee.